schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fangen heute mal im Liegen an. Ihr dürft gleich euch in die Rückenlage begeben. Auf die Matte. Du stellst deine Füße auf, legst die Arme an der Seite an. Und dann konzentrierst du dich auf deine Atmung. Du atmest in den Brustkorb ein und durch den Mund aus. Bei der Ausatmung zentriert sich alles zur Bauchmitte. Dabei ziehst du den Bauchnabel auch nach innen und drückst den Rücken auf die Unterlage. Bei der Einatmung löst sich das alles wieder ein bisschen und dann bei der Ausatmung hast du wieder das Powerhouse aktiviert, wie es in Pilates heißt. Und dann nimm dein Becken mit. Bei der Ausatmung kippst du es ran, bei der Einatmung wieder zurück. Hin und her kippen. Wenn du den Rücken auf den Boden drückst, dann kippt dein Becken Schambein Richtung Bauchnabel. Und bei der Einatmung löst sich das wieder. Die Schulter liegt ganz locker auf der Unterlage. Behältst du jetzt so bei. Mit der nächsten Ausatmung hebst du beide Arme über die Senkrechten, neben den Kopf, mit der Einatmung wieder zurück. Ausatmen, heben, über Kopf ab und einatmen zurück. Dann nimm nur den rechten Arm. Lass den linken liegen. Rechter Arm. Neben dem Kopf. Richtung Boden. Lass den Arm lang. Auch den Hals lang. Und dann noch einmal mit rechts und dann wechselst du auf die linke Seite, linker Arm. Der Arm bleibt lang, du machst die Bewegung groß und weit. Und dann nimm wieder beide Arme. Wir machen jetzt einen Armkreis. Über Kopf an, Armkreis über die Seite zurück. Ausatmen, heben, einatmen, kreisen. Knapp über den Boden, lange Arme. Noch zweimal. Und dann leg an der Seite die Arme ab. Zieh die Knie ran und streck die Beine zur Decke. Die Fersen aneinander, die Zehenspitzen ranziehen, Fußsohlen zur Decke. Und dann beugst du die Knie, lässt nach unten federn und streckst wieder. Mit der Einatmung fallen lassen, mit der Ausatmung
Beine, Knie ganz zu strecken. Wenn du die Beine nach oben streckst, drückst du den Rücken auf die Unterlage. Noch zwei so. Dann lass gebeugt. Die Hände ans rechte Knie, du ziehst den Kopf und die Schulter hoch, streckst das linke Bein aus. Und dann wechsel. Mit der Ausatmung wechselst du, mit der Einatmung hältst du. Du hast zwischen Kinn und Brustbein etwa faustbreit Platz. Und dann machen wir jedes Knie noch zweimal. Und dann ziehst du beide Knie, legst den Kopf kurz ab. Streckst die Beine nach oben. Lass die Beine in die Grätsche auseinanderfahren, komm hoch und wieder ab. Öffnen, hochziehen. Noch zwei. Beug wieder. Schau auf die kurz rechts und links. Und stell dann die Füße wieder auf. Die Arme legst du an der Seite ab. Du hebst dein rechtes Bein nach oben. Und nimmst dann das Bein ab. Drückst den Rücken auf die Unterlage und hebst es wieder. Mit der Ausatmung geht das Bein nach unten, mit der Einatmung wieder hoch. Die Schulter liegt locker am Boden. Und lass das Bein lang und gestreckt. Zwei. Dann stell ab, wechsel die Seite, anderes Bein. Ab, ausatmen, hoch, einatmen.
Den Rücken auf die Unterlage drücken. Die Fingerspitzen nochmal Richtung Ferse ziehen, dass der Hals lang wird. Schulter kannst du auf die Matte sinken lassen. Denk an den Rücken, der bleibt auf der Unterlage. Vor allem in dem Bereich Hosenbund fest auf die Matte drücken. Noch zwei. Schaukel rechts und links. Halt wieder an. Hebt die Beine. Rechter Winkel im Knie und in der Hüfte. Arme bleiben wieder an der Seite. Und dann tippst du vorne auf und ziehst wieder zurück. Beinwechsel. Mit der Ausatmung vor, mit der Einatmung zurück. Du hältst die Ausgangsposition, die Unterschenkel sind parallel zum Boden. Je weiter deine Knie weg sind von dir, desto schwerer ist die Übung. Leichter wird es, wenn du die Knie näher ranziehst. Aber wir haben immer die gleiche Ausgangsposition und von da weg geht das Bein nach vorne. Da hast du den Rücken wieder auf der Unterlage. Jedes Bein noch zweimal. Und dann in die Knie, zieh sie ran. Roll den Becken hoch und halt so eine Weile. Und dann streck dich aus in die Länge und dreh dich auf den Bauch. Du nimmst die Arme in die U-Halte, die Ellbogen auf Schulterhöhe, die Beine lang nach hinten gestreckt und dann nimmst du Spannung in die Beine. Drückst den Fußriss in den Boden, die Knie kommen weg vom Boden. Den Kopf hebst du leicht an und dann hebst du die Arme nur auf und ab. Du kannst die Handinnenflächen zueinander drehen. Und die U-Halte hebt an und legt wieder ab. Nur heben und senken. Lange Beine und Spannung in den Beinen. Knie weg vom Boden. Zwei. Dann leg Hände unter die Stirn, Knie kurz auf den Boden und dann heb die Beine an. Mit der Spannung, mit der Ausatmung öffnen, die Grätsche mit der Einatmung schließen. Öffnen und schließen. Ganz zusammen die Füße, Schulter locker lassen. Arbeiten die Beine und das Powerhouse.
2. Dann leg ab. Du streckst die Arme lang nach vorne. Rechter Arm, linkes Bein. Mit der Ausatmung heben, einatmen ab. Dann wechseln. Wir arbeiten diagonal. Schwerer wird die Übung, wenn du nicht ablegst, sondern umhältst und von da aus hochgehst. Und du ziehst immer in die Länge. Lang nach vorne, lang nach hinten. Den Kopf hältst du gerade in Verlängerung der Wirbelsäule, die Stirn knapp über dem Boden. Der Kopf bleibt auch fix. Hebst nur Arm und Bein. Jede Seite noch zweimal. Und dann leg ab. Lass die Fersen hin und her schaukeln und locker. Streck die Beine nochmal lang nach hinten, den Fußriss in den Boden, die Knie weg vom Boden. Die Arme wieder in die U halten. Stirn knapp über den Boden, Arme heben. Die Ellbogen ziehen zurück zum Körper und wieder zurück ins U. Ziehen und in die U halten. Zweimal und dann leg die Hände unter die Stirn, lass locker, schau dir hin und her. Gut, dann stützt die Hände unter die Schulter, komm hoch in den Kniestand. Ein Bein zur Seite und dann stützt du mit der Hand ab. Du hast den Fuß, das Knie und die Hand auf einer Linie, richtest dich gerade aus und nimmst die obere Hand an die Rippenbögen. Der Daumen nach hinten, die Finger nach vorne. Und jetzt schiebst du mit dem Daumen den Rippen nach vorne und dann hebst du das Bein auf und ab. Schieb immer mal mit dem Daumen nach vorne. Wir wollen hier ganz geöffnet sein. Becken vor, Rippen, Brustkorb nach vorne schieben. Langer Hals. Und dann hältst du das Bein, ziehst die Zehenspitze ran, federst nach oben nach. Streck die Zehe wieder und mach Kreise nach hinten. Kleine Kreise und die gehen hauptsächlich nach hinten. Je höher, desto besser. Halt nochmal, drück nochmal nach oben nach. Geht noch ein bisschen und dann schließ, setz dich auf die Fersen
Jetzt kommst du hoch, streckst die Arme nach oben, setz dich seitwärts neben die Fersen. Komm hoch und setzen. Wenn du ausatmest, gehst du hoch und bei der Einatmung mal rechts, mal links. Jede Seite noch zweimal. Bleib oben. Nimm die Arme ab. Ein bisschen geöffnete Knie, dass du hüftschmal gerade nach unten geht. Und dann Arme lässt an der Seite hängen. Mit der Ausatmung gehst du zurück, der Einatmung wieder vor. Also beim Zurückgehen zentriert sich alles zur Bauchmitte. Gerade wie ein Brett gehst du ein Stück zurück und wieder nach vorne. Bleibst du hin, die Finger streckst du nach unten, paddelst mit den Armen. Viermal bei der Einatmung, viermal bei der Ausatmung oder auch fünfmal, wie es bei dir passt. Der Hals ist lang. Zwei Atemzüge. Und dann kommt zurück in die Senkrechte. Wir wechseln zur anderen Seite in den Seitstütz. Die Hand wieder am Brustkorb, der Daumen nach hinten. Ellbogen schaut zur Decke, schiebt dein Brustkorb nach vorne und dann hebt das Bein auf. Langer Hals, Kopf gerade. Dann hältst du, ziehst die Zehe ran, schiebst die Fußaußenkante nach oben. Streck die Zehe wieder, mach Kreise, kleine Kreise nach hinten. Geht noch ein bisschen. Halt durch. Je höher, desto besser das Bein. Noch zwei so. Und dann schließ, setz ab und lockern. Ein bisschen dagegen klopfen. Gut. Dann komm in den Sitz. Ich nehme mich mal zur Seite. Die Füße auf
aufgestellt. Du nimmst die Hände ans Knie. Und dann machst du den Rücken rund, rollst ein Stück zurück und ziehst dich wieder hoch in die Länge. Mit der Ausatmung darfst du zurückgehen. Und mit der Einatmung wieder hoch in die Länge. Zwei so. Dann nimmst du die Arme in die Waagrechte, nach vorne. Wir rollen wieder zurück, jetzt darfst du ein Stück weiter zurückrollen, ziehst den Ellbogen an der Seite nach hinten und wieder vor. Andere Seite. Du wechselst ab, mal rechts, mal links. Schaust dem Ellbogen nach. Du rollst so weit zurück, dass du es gerade noch halten kannst, dass du hier in der Bauchmuskulatur die Anstrengung hast. Die Füße bleiben fest am Boden stehen. Du kannst auch unter den Schrank drunter schieben. Seite noch zweimal. Und vorne, heb die Beine ab. Parallel, Unterschenkel parallel zum Boden. Du hältst dich fest. Und dann roll zurück mit der Einatmung, mit der Ausatmung wieder hoch in den Sitz. Komm wieder in die Ausgangsposition. Zwei so. Und dann stell die Füße ab, streck die Beine aus. In den Strecksitz. Zieh dich lang im Rücken. Nimm die Arme wieder in die Waagrechte. Jetzt ziehen wir nach vorne und wieder zurück. Die Bewegung geht nach vorne, wie wenn du dich über einen Ball drüber legen würdest. Schiebst dir den Arm in vor. Und dann ziehst du zurück und ziehst hier die Schulter ganz bewusst nach hinten. Die Schulterblätter zueinander. Und dann wieder in die Länge nach vorne. Und hier weit öffnen, weit zurückziehen. Sodass die Schulterblätter hinten arbeiten. Die Schulterblätter ziehen zueinander. Die Muskulatur zwischen den Schulterblättern arbeiten muss. Du ziehst vor, machst runter und jetzt ziehst du zurück und öffnest ganz weit hier im Brustbereich. Dabei fällt die Schulter nach unten, dein Hals wird lang. Beine hältst du möglichst gestreckt. Noch zwei.
die Arme ab. Komm in die Krähensitz. Wenn du irgendwo ein Kissen in der Nähe hast, kannst du dich auch draufsetzen. Das ist meistens angenehmer. Gut ist, wenn dein Rücken hier unten lang ist. Wenn du nicht hinten reinfällst, sondern wenn du dich lang strecken kannst. Du ziehst die Zehenspitzen an. Die Knie kannst du auch beugen diesmal. Zur Decke schauen lassen. Aber achte darauf, dass sie gerade nach oben stehen. Also nicht so nach innen kippen, sondern gerade. Dann hast du eine aufrechte Körperhaltung, die Arme zur Seite gestreckt. Jetzt drehst du zur Seite, deine rechte Hand kommt zum linken Fuß und dann drehst du wieder zurück. Mit der Ausatmung gehst du vor, mit der Einatmung zurück und du wechselst rechts und links. Genau. Das ist jetzt die leichte Variante. Schwerer ist es, wenn du die Beine streckst. Knie strecken. Achtest drauf, du bleibst lang im Rücken, vor allem hier unten, das was im Hosenbund steckt, bleibt lang und richtest dich immer gerade auf, jetzt hier weit machen, öffnen, die leichte Variante machen, kommt ihr besser nach vorne. Wichtig ist, dass ihr lang bleibt im Rücken. Und jede Seite noch zweimal. Über die Seite hoch, über die Seite wieder ab und rollst nach unten. Dann rollst du wieder hoch, drehst die Schulter zurück, nimmst die Arme über die Seite hoch, über die Seite wieder ab und roll tief. Machen wir noch einmal. Hochrollen, Arme Seite und wieder ab. Dann rollst du wieder nach unten. Und dann wanderst du mit den Händen nach vorne. Und kommst in die Bankstellung. Vierfüßlerstand. Ich habe heute wieder einen Flow noch dabei. Den wollen wir jetzt machen nacheinander. Du richtest dich gerade aus, hast die Hände unter der Schulter. Drückst die Schulterblätter nach oben, lässt die Schultern nach rechts und nach links fließen. Die Zehenspitzen stellst du auf. Dann löst die Knie vom Boden, komm hoch in den Mund, streck den Po nach oben, die Beine lang, den Kopf zwischen die Arme. Steißbein zieht Richtung Decke. Dann nimmst du das rechte Bein nach oben. Und setzt es nach vorne zwischen die Hände in den Ausgangsschritt. Dann löst du hinten das Bein, bringst es hoch und ziehst die Arme nach vorne in die Standwaage. Und da hältst du ein bisschen, zieh dich lang, ein paar Atemzüge halten. Dann
Aufrichten, Knie nach vorne ziehen. Und dann wieder zurück. Arme hoch, Bein nach hinten in den Ausfallschritt. Lang ziehen. Knie vor, das machen wir jetzt 10-mal. Ausfallschritt, Knie ziehen. Lass den Atem fließen. Knie nach vorne, aufrichten, Scheitel zur Decke ziehen. Weit zurückstellen, das Bein. Weit nach hinten. Jetzt habe ich leider nicht gezählt. Machen wir mal noch zwei. Dann legt den Fuß am Knie ab. Kommt tief. Drückt das Knie weit nach außen. Tief. Streck in die Standwaage. Arme lang, Bein lang. Und stell hinten ab. Komm in den Krieger. Ich bin jetzt falsch rum. Hinteres Bein, 90 Grad. Arme lang nach vorne, lang nach hinten. Du ziehst hier die Schulter weit auf. Öffnen. Zehenspitze zeigt nach vorne, hinten 90 Grad gedreht. Lange Arme, weit aufziehen, Brustbein hat viel Platz. Und das Gewicht verlagerst du nach vorne. Halten, lang ziehen. Dann löst du auf, drehst nach vorne. Die Hände neben das Bein, hinten lang gestreckt. Dann setzt das Bein zurück in die Liegestützposition, komm auf die Knie und in den Fersensitz, Arme lang nach vorne gestreckt. Und wir starten zum nächsten Durchgang mit dem anderen Bein. Kommst wieder in die Bankstellung nach vorne, stellst die Zehenspitzen auf, kommst hoch in den Hund. Jetzt streck das andere Bein nach oben und stell es dann nach vorne. Heb das Bein hinten, komm in die Standwaage. Zieh lang. Gut, Knie vor, aufrichten, zurücksetzen in den Ausfallschritt. Knie. Wiederholen ein paar Mal. Zähl jetzt mal mit. 4. 10. Knie kommt wieder vor. Du legst dein Knie ab, kommst tief. Drückst das Knie zur Seite. Der Fuß liegt am Knie. Gut. Dann löse wieder auf, komm in die Standwaage. Zieh lang. Dann stell das Bein hinten ab. Öffne in den Krieger. Hinten 90 Grad gedreht. Arme auf einer Länge. Brustkorb hat viel Platz. Du hältst. Lagerst das Gewicht nach vorne. Dann löse auf. Die Hände setzt du neben den Fuß. Kommst nochmal tief, streckst hinten das Bein. Und dann kommt das Bein nach hinten. Die
näher und der Po zurück auf die Fersen. Lange Arme. Wander mit den Fingern nochmal nach vorne, dass du in die Schulter gehen kommst. Und dann nimm die Arme an die Seite, lass locker, mach den Rücken rund. Und halt ein paar Atemzüge locker, so bleiben. Richtig auf, komm hoch in den Stand. Atmen ein, den Armen und aus. Ein, aus. Nochmal ein, halt oben, das rechte Bein zur Seite. Und heb das Bein an. Und stell es hinten über Kreuz ab. Zieh in den Halbmond. Zieh die Seite ganz lang. Dann richtig wieder auf. Gib das Bein nochmal an der Seite an. Und stell ab. Nimm Arme ab. Ein Halt oben, andere Seite. Beim Heben. Und über Kreuz hinten abstellen, in den Halbmond ziehen. Und richtig wieder aufnehmen, das Bein zur Seite. Und stellen ab. Ein. Und aus. Du rollst nach unten, lässt dich hängen. Beug die Knie, leg den Oberkörper auf den Oberschenkeln ab. Locker Arme, Schultern, Nacken. Und dann rollst du wieder hoch. Drehst die Schultern zurück, nimmst die Arme hoch. Öffnen an die Seite, die Handinnenflächen zur Decke. Und dann zieh weit nach hinten auf. Mit Daumen ziehen weit nach hinten. Schulter fallen lassen. Dann nimm die Arme nach vorne, mach den Rücken rund, dein Hals bleibt lang. Und wieder öffnen, weit aufziehen. Schau zur Decke. Und nochmal nach vorne, rund machen. Und wieder öffnen. Die Arme fallen lassen. Nach unten rollen, hängen lassen. Wieder hochrollen, Schultern zurückdrehen und nimmst die Arme nochmal über die Seite hoch, legst die Hand in den Flächen aneinander, kommst über die Mitte ab. Und ich danke fürs Mitmachen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und passt auf euch auf.